Advent. Vom lateinischen advenire, ankommen. Da soll einer ankommen. Einer, den Gott schickt, um Frieden zu bringen. Frieden auf Erden. Bei allen Menschen seines Wohlgefallens. Jedes Jahr höre ich diese Botschaft im Advent. Höre die Lieder, die davon erzählen. Ich sehe die Kerzen am Adventskranz, erst eine, dann zwei, dann drei, dann vier. Es ist ein Ritual, alle Jahre wieder. Aber ich weiß schon jetzt, dass der Frieden auf Erden nicht kommt. Dieses Jahr genauso wenig wie im letzten und wie im nächsten Jahr. Die Welt bleibt im Wesentlichen, wie sie ist. Advent hin, Weihnachten her, es bleibt unfriedlich. Die Waffen bleiben scharf, die echten und die verbalen. Kein Frieden auf Erden, sondern am Ende nur ein bisschen Weihnachtsstimmung, die schnell verweht ist im tristen Grau des Januarwinters. In diesem Jahr fängt die Tristesse sogar schon vorher an, weil auch der Advent anders ist in diesem Jahr. Keine Weihnachtsmärkte und Konzerte, kein Bummel mit Glühwein und Punsch, keine Weihnachtsfeiern, Skiurlaube oder Familientreffen. Es ist leicht, zynisch zu werden in diesem Advent. Das Warten auf den Frieden, auf einen neuen Anfang einzustellen und der Verbitterung Raum zu geben. Es ist leicht, aber es macht nichts besser. Im Gegenteil, Klage, Wehleidigkeit, Selbstmitleid und Schwarzsehen, das hilft überhaupt nicht weiter. Darum Schluss damit. Was wir brauchen, ist nicht weniger Advent, sondern mehr. Wir brauchen den Advent als Mittel gegen Zynismus, gegen das Verzagen, gegen die Tristesse. Und wir dürfen sie uns nicht wegnehmen lassen. Das Warten nicht. Die Hoffnung nicht und die Vorfreude auch nicht. Wir brauchen nicht weniger Advent in diesem Jahr, sondern mehr. Das sage ich den Abgeklärten, den Zynikern. Mag sein, dass das alles nur Rituale und Gewohnheiten sind, die unsere Adventszeit prägen. Aber vielleicht sind es ja gerade diese kleinen alltäglichen Dinge und Handlungen, die uns Hoffnung geben. Und neue Kraft. Die Lichterkette, die abends im Vorgarten leuchtet. Die Dominosteine, die ich jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr gekauft habe, auch wenn sie schon seit August beim Supermarkt in der Auslage liegen. Die CD mit der Weihnachtsmusik, die ich seit letztem Dezember zum ersten Mal wieder höre auf der Autofahrt. Kleinigkeiten, unbedeutend eigentlich, und doch macht mich die Lichterkette einen Moment lang froh, wenn ich vorbeigehe. Und doch freue ich mich auf den ersten Dominostein und singe lautstark mit, wenn das Weihnachtslied aus dem Lautsprecher klingt. Wir brauchen nicht weniger Advent in diesem Jahr, sondern mehr. Das sage ich all den Realisten und Zweiflern. Es mag sein, dass die Botschaft von dem, der kommt, um Frieden zu bringen, alt ist, und wir hören sie jedes Jahr. Aber muss das heißen, dass sie deshalb weniger wahr ist? Kann es nicht sein, dass es wichtig ist, gerade heute diese Hoffnung nicht zu verlieren, dass Frieden möglich ist, dass Gemeinschaft von Menschen eben doch funktionieren kann, dass am Ende doch alles gut werden wird? Wir brauchen nicht weniger Advent, sondern mehr. Sage ich mir selbst. Und ich halte mich fest an meiner Freude, dass trotz allem Weihnachten werden wird. Ich halte mich fest an meiner Hoffnung, dass es wieder anders werden wird. Ich halte mich fest an den Menschen, die auch in der Corona-Einsamkeit für mich da sind, die an mich denken, mir Nachrichten schicken, mich anrufen. Ich halte durch.
weil ich darauf vertraue, dass es einen gibt, der sagt, fürchte dich nicht. Ich komme zu dir, zu euch, zu allen. Ich komme in den kleinen Freuden, in den sanften Worten, in den Menschen, die mit dir verbunden sind. Ich komme und bringe Frieden. Auch in diesem Advent. Und trotzig sage ich dieses Jahr für mich nicht weniger Advent, sondern mehr. Amen.